zu dir. Oh nein. Das war eine dumme Idee. Ich dachte es mir schon. Ende. Ja. Pater Noster, qui es in Quelis. Aber wir müssen noch irgendwas tun. Geh nicht dort raus! Möge Gott uns gnädig sein! Bruder Andrew, ich flehe dich an! Wir werden es nicht schaffen! Bitte für sie! Wir müssen irgendwas tun. Et dimite nobis debita nostra. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit! Glaubst du etwa, ich kenne diese Zeilen nicht auswendig? Geh und lies lieber unseren Brüdern vor. Ich werde dich nicht... Wir müssen den anderen helfen. Wir müssen an die Sicherheit der Menschen hier denken. Adveniat regnum tuum. Warum? Wir müssen noch irgendwas machen können. Hier drüben! Sie sind hier draußen! Jack hat recht! Sie sind da draußen! Nicht an der Mühle! Milius hat sie abgeschlossen! Milius! Ich glaube, ich kann ihn draußen hören! Gib unseren Heiligen zurück! Das hatten wir schon. Fährst zur Hölle! Nein, du zuerst. Nein! Amen. William Hamley. Stecken Sie die Marktstände an. Oh. Aliena ist doch da draußen. Und Jonathan auch. Sanctificetur nomen tuum. Und dann war da diese Frau. Adveniat regnum tuum. Hast du Jonathan gesehen? Fiat voluntas. Verdammt, er war bei Tom. Da draußen. Sie stand in Flammen. Vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen... Hast du Jonathan gesehen? Aliena! Was? Nein! Ich meine, ja, er war in der Kathedrale. Ich sah ihn, als das Feuer auf dem Markt ausbrach. Amen. Jonathan ist nicht hier. Ich muss rausgehen und nach ihm suchen. Nein! Wenn du gehst, wissen sie, dass wir hier drin sind. Wie alt ist Philipp und wie alt ist Andrew? Ich würde es mal drauf ankommen lassen. Und ab hier. Nein! Lass mich! Nein! Ich lass es! Sperr die Arme aus, das ist doch nicht wahr. Wir müssen doch irgendwas. Habt ihr einen kleinen Jungen in einer Mönchskutte gesehen? Ich dachte, ihr dürftet keine eigenen Kinder bekommen. Amen. Was für ein Mönch seid ihr eigentlich? Warum habt ihr uns das angetan? Okay. Hast du Jonathan gesehen? Wenn er da draußen war, dann gibt es keine Hoffnung für ihn. Solange ich Prior bin, wird niemand das Kind aufgeben. Hörst du? Auf keinen Fall. Weiß einer von euch, wo Jonathan hingegangen ist? Oh nein, ich habe ihn auf dem Markt gesehen. Kurz bevor wir hergekommen sind. Wir hätten auf unseren kleinen Bruder aufpassen müssen. Oh Gott, nein, nein. Na, was in der Welt sollen wir tun? Ein bisschen aus der Bibel vorlesen oder was? Keine Zeit. Wir werden es nicht schaffen. Amen. Wir gehen hier die Möglichkeiten aus. Das Tor ist auch verschlossen. Aliena ist dort. Die Angreifer auch. Wenn wir hier lang gehen, werden sie uns vielleicht nicht sehen. Ihr habt recht. Aber es ist abgeschlossen.
Da will ich schon eher die Tür aufkriegen. Jack! Okay, ja. Folg ihm. Hier ist noch einigermaßen ruhig. Jack! Bruder Markus! Oh, Bruder Markus! Mein Gott! Nein! Sie haben Bruder Markus getötet. Ihr Schweine. Ich lass ihn nicht zurück! Mary, bitte! Wir müssen ihn hier lassen! Nein! Ich muss ihm helfen! Peter! Wir können sie nicht hier lassen! Die Worte der Bibel werden sie beruhigen! Schau doch ihren Mann an! Schau sie an! Deine Worte bewirken gar nichts. Ich werde nicht zulassen, dass du sie vergiftest, Weib. Dieses Kraut wird ihren Schmerz lindern. Gib doch mal gegen das Kraut. Du wirst dein Werk nicht an ihr verrichten. Zum Henker. Was geht hier vor? Ja, mit dem Kraut. Schaut euch die arme Frau an. Ihr Mann ist in ihren Armen gestorben. Euer Subprior will mich ihr nicht helfen lassen. Was auch immer das Kraut bringt. Das Zeug ist Teufelswerk. Wir müssen sie von hier wegbringen. William und seine Männer werden bald hier sein. Ich weiß es. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Philipp, ich hab's dir gesagt. Die Frau ist eine Hexe. Ihr seid ein Narr. Deine Mutter ist eine Hexe. Bilsenkraut? Das Teufelsauge. Du gibst also zu, dass du diese arme Frau vergiften wolltest. Oh, macht das böse Auge der Blume dir etwa Angst, du alter Bock? Beruhigt euch! Das gilt für alle! Also gut, Prior Philipp. Nehmt das hier. Was daran soll sie denn? Es wird ihr Gemüt beruhigen, wenn sie es kaut. Tut einmal das Richtige. Was soll sie an dieser Pflanze denn vergiften? Prior James hatte recht, was dich betrifft. Prior James? Ach, du hast keine Ahnung, was für ein Mann Prior James war. Du bist ein Narr. Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Aber eine Betäubung ist auch nicht die gute... das ist auch nicht die Idee. Wir züchten auch Kräuter Remigius. Ich weiß nicht, ob Betäubung eine Idee ist. Ich halte sie fest. Es wirkt. Das sagte ich doch. Vielleicht habe ich mich in euch geirrt, Philipp. Wie konntest du das tun? Ach, verpiss dich. Wie konntest du das nicht tun? Wir müssen hier weg. Sofort. Sollte der Graf von Schalken so etwas tun? Sei still, oder sie bringen uns alle um. Sie kommen. Shh. Sei still, bitte. Seht ihn an. Er ist ziemlich weit gekommen. Da war irgendjemand bei ihm. Hugh hat recht. Sie müssen in der Nähe sein. Wir sollten uns beeilen. Wir haben erreicht, was wir wollten. Noch nicht! Philipp!
grimmige Gesicht. Wir hätten das nicht tun müssen. Wir sind wegen des Heiligen hier. Sie alle verdienen es, genau wie dieser Bastard. Kingsbridge hat uns zum letzten Mal getrotzt. Der Mönch, die Hure und der Bastard, der es mit ihr treibt. Ja. Los, bewegt euch. Ihm nach. Aber William sagte... Ich sagte ihm nach. Das war dann wohl Jack. Mein kleiner Jack, alles in Ordnung. Hast du Aljena gesehen? Sie war auf dem Markt. Ich hörte, wie William ihren Namen rief. Komm, Jack. Wir müssen sie und Jonathan finden. Auf jeden Fall. Falls sie noch zu finden sind. Also, Aljena sehe ich. Wo ist Jonathan? Bei Gott. Nein. Aljena. Aljena! Jonathan! Er hat mir wieder alles genommen. Aljena! Was du auch tust, wohin du auch gehst, ich werde dich finden. Jedes Mal, wenn du denkst, du wärst sicher. Jedes Mal, wenn du Familie spielst. Ich werde dich finden. Und ich werde dich zerquetschen. Und jetzt tötet sie alle. Und zwingt sie zuzusehen. Da hat jemand seine Ablehnung nicht verkraftet. Ach je. Geht es dir gut? Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Kannst du mich hören? Jack, es ist alles weg. Ich kann Richard so nicht helfen. Was soll ich jetzt machen? Da ist Jonathan. Zum Glück. Tom! Du lebst. Gott sei Dank. Das ist doch das Wichtigste. Am nächsten Tag. Wir müssen den Bischof um Hilfe bitten. Den Bischof? Bist du verrückt? Ich habe gehört, er steckt hinter allem. Wie können wir jetzt noch in Kingsbridge leben? Wird die Kathedrale weitergebaut? Nicht ohne den Markt. Ohne ihn gibt es keine Arbeit mehr für uns. Bitte! Der Prior wird alle eure Fragen beantworten. Wir bauen den Markt neu auf. Ha. Philipp, sie warten auf dich. Ne? Ja. Können wir in Kingsbridge bleiben? Oder müssen wir wegziehen? Bruder Andrew kümmert sich um die Reparaturen. Und wir werden mit dem Bau unserer Kathedrale fortfahren können. Tom Builders Sohn Alfred wird das Amt des Kathedralenbaumeisters übernehmen. Aber es wird länger dauern. Denn wir werden keinen Markt mehr abhalten. Und ich freue mich, einen neuen Novizen zu begrüßen. Die meisten von uns kennen ihn. Daher bin ich sicher, dass wir uns alle freuen, ihn in unserer Priorei willkommen zu heißen. Jack.
Wie es Tans Wunsch war. Warum hat man uns angegriffen? War es wirklich der Graf von Shiring? Und der Heilige? Ja, ja, was ist mit dem Heiligen? Wie viele wurden getötet? Und wie viele verwundet? Er wird eure Fragen beantworten. Alle. Bitte sag uns, was wir tun sollen. Zu viele Menschen wurden getötet. Viele wurden verletzt. Unter den Verletzten war unser Baumeister Tom. Er hat unseren kleinen Jonathan geschützt. Es wird einige Zeit brauchen, aber er wird sicher wieder gesund. Gott sei Dank. Tom lebt. Drei unserer Brüder sind gestorben. Bruder Arnold. Und Bruder Milius. Bruder Arnold, gerade er muss es sein. Er wird jetzt an Cuthberts Seite ruhen. Wir haben auch Bruder Markus verloren. Und 8 weitere Menschen sind tot. Wird man den Grafen von Shiring zur Rechenschaft ziehen? Das muss sein! Ja, unbedingt! Aber wie? Was ist mit St. Adolphus? Wo ist der Heilige? Adolphus wird uns beschützen. Es wäre besser, wenn du ihre Fragen beantwortest. Geht es ihm nicht gut? Er sieht blass aus. Dieser Überfall. Soll ich für dich fortfahren, Vater? Nein. Dieser Überfall war eine große Tragödie. Ich verstehe nicht, wieso jemand uns so etwas antun konnte. Es ist nicht zu begreifen, wie diese Männer einfach... Du hast dich gegen den Grafen von Shiring gestellt. Er sagte, ihr hättet euch ihm widersetzt. Philipp war im Recht. Wir hatten eine Marktgenehmigung. Unser Prior war im Recht. Aber wir wissen alle, was für ein Mensch William Hamley ist. Widerstand wird nur zu mehr Leid führen. Ich stimme dir zu. Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Wir dürfen nie wieder einen Markt abhalten. Nein. Nein, das dürfen wir nicht. Wird St. Adolphus uns beschützen? Er wurde gestohlen! Ist das wahr? Der Heilige wurde gestohlen? Mussten sie alle für den Markt sterben? Bitte sag es uns! Sag uns, was wir Recht zu Unrecht wird Widerstand zur Pflicht. Kingsbridge. Die Gerüchte, die ihr gehört habt, sind wahr. Die Gebeine des heiligen Adolphus wurden hier aus der Krypta geraubt. Wir sind verloren. Der Heilige ist fort. Wie waren es? William Hamley hat ihn geraubt. Aber warum? Bruder Milius starb, um den Heiligen zu schützen. Manchmal gibt es keinen Warum. Warum antwortet er nicht? Bitte antwortet! Warum sagt er nichts? Wie geht es jetzt weiter? Warum tut Gott uns das an? Antworte ihnen. Nein. Ich kann euch keine Zuversicht geben. Die Geschichten, wie Gott den Glauben der Menschen geprüft hat,
Ich sehe nun, wie wahr sie sind. Ich glaube, ihr seht es auch. Ich frage mich selbst, wo ist Gott? Warum lässt der Herr all dies zu? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Eines Tages sagte Gott zu Satan: Sieh dir diesen Hiob an. Das ist ein guter Mensch, wenn es je einen gab. Also sprach Satan: Du hast ihm alles gegeben. Deshalb ist er ein guter Mensch. Aber Gott sprach: Selbst wenn er alles verlieren sollte, was er hat, würde dies seinen Glauben nicht erschüttern. Und ich werde es dir beweisen. Mutter hat sich seit Tagen nicht von seiner Seite bewegt. Er wird Zeit brauchen, um zu genesen. Du weißt, dies war nicht das erste Mal, dass sie ihn umbringen wollten. Wenn wir den Mönch in Schwarz damals nicht verscheucht hätten, wäre Tom sicher nicht mehr unter uns. Hat man je herausgefunden, wer er war? Ich habe keine Ahnung. Es war Bischof Wallerans Diener. Was? Walleran. Ihr werdet dafür in der Hölle brennen. Was? Ich habe euren größten Feind bezwungen. Es war eine heilige Mission. Das zu entscheiden ist nicht eure Sache. Selbst euer Vater wäre nicht so dumm gewesen. Ich bin nicht mein Vater. Sie haben euch gesehen. Sie wissen, dass der Graf von Shiring ein Mörder ist. Was, wenn meine Verbündeten in Kingsbridge verletzt wurden? Was dann? Sprecht mich von meinen Sünden los. Nur wenn ihr wieder eure Treue zu König Stefan verkündet. Nein, Stefan hat verloren. Er ist schwach. Bischof Henry wird nicht billigen, wenn ich einem Anhänger von Mathilde die Absolution erteile. Seid ihr ein Mann der Kirche oder das nicht? Das bin ich. Dann tut, was ich euch sage. Und widersetzt euch mir nie wieder. Habt ihr das verstanden? Ja, Herr Bischof. Na toll. Der Graf von Shiring ist ein Knecht vom Bischof. Oh Mann. Was ein... Mir fällt kein Wort dafür ein. Oh meine Fresse. Die Söhne der Erde, wer den Wind zieht. Kapitel 13. Es musste ja Kapitel 13 sein. So wie es hier abging. So, was ich getan habe. Du warst unentschlossen, ob Jack Noviz werden sollte. Ja, irgendwie schon. Tom ist verletzt, aber lebt. William hat ihn nicht getötet. Dank Alan dachte William, dass Tom bereits ermordet wurde. Du hast Mary mit Alans Kräutern statt einem Bibelwort beruhigt. Was sonst? Minos Bruder Markus und viele andere starben beim Angriff auf Kingsbridge. Na dann akzeptieren wir unser Schicksal und machen weiter. Und weiter geht's. In Kapitel 14, wenn mich nicht alles täuscht. Kapitel 14. Abschied. Oh nein, das kann nichts Gutes heißen. 5 Tage später. Diese Kapitelüberschrift. Bitte nicht. Okay, wir spielen Aena. Gibt es etwas in der Mühle zu sehen? Eines werden wir Ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Alan. Ist da Jake drin?
Vielleicht hätten wir es allen sagen sollen, solange wir es noch konnten. Vielleicht hätte es dann einen Weg für uns beide gegeben. Jetzt wird er Mönch. Stimmt, er wird Mönch. Er ist jetzt nicht mehr viel mit Aliena. Jack! Was macht er da drin? Jack! Treten wir ein. Oh, Jack. Wenigstens habe ich noch mein Haar. Wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Wie wir wollen. Ja. Was ist das? Ich habe dir ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Erinnerst du dich? Das hier ist sie. Was soll das sein? Es ist der erste Entwurf für eine Walkmühle. Sie walkt das Tuch von allein und wird vom Wasserrad angetrieben. Ja. Wie findest du sie? Jetzt kannst du noch mehr Stoff verkaufen. Nicht nur Wolle. Wie du es wolltest. Eine fantastische Erfindung. Es ist, was ich immer wollte. Warum siehst du denn so traurig aus? Es wird keinen weiteren Markt mehr geben. Nein, nicht in Kingsbridge. Wir gehen irgendwo anders hin, wo er uns nicht findet. Er wird mich finden, egal wo ich bin. Du kannst nicht einfach aufgeben. Ich gebe nicht auf. Und ich laufe auch nicht weg. Und weil ich nicht weglaufe, gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Es ist nichts, was ich tun will. Es ist etwas, was ich tun muss. Ach, Schande, nein, das will man natürlich nicht tun. Man natürlich nicht mit ihm heiraten. Wir können uns nicht mehr treffen. Nicht so. Warum? Das werde ich nicht. Das wird sie nicht tun. Jack. Was ist? Ich wünschte, die Dinge wären anders. Welche Dinge? Scheißfliege hier. Nein, das werden wir nicht tun. Das ist. What the fuck? Wir können nichts anderes klicken hier, oder? Oh Gott, nein, natürlich nicht. Jake redet es ihr aus oder so, oder das ist, nein. Werden wir nicht. How about nope? Ich werde heiraten, um Richard zu unterstützen. Und wen? Das ist nicht wichtig. William wird alles niederbrennen, was ich aufbaue. Ich kann nichts anderes tun. Ich habe keine Wahl. Mein Ehemann wird für Richards Kosten aufkommen. Es ist der einzige Weg, wie mein Bruder unser Volk schützen kann. Ich werde dich heiraten. Als Mönch? Ich liebe dich.
dich, Jack. Ich werde dich immer lieben. Aber sieh dich an. Du bist ein guter Mann, Jack. Aber Mönche heiraten nicht. Dann höre ich eben auf, Mönch zu sein. Und was dann? Ich weiß es nicht. Wenn... Was sonst? Wenn das vorbei ist, können wir uns wieder treffen. Aber nicht so wie früher. Nein, nicht so wie früher. Och, Das ist dumm. Wirst du heiraten? Oh je, oh nein. Es wird ihm das Herz zerbrechen. Daran wird er zugrunde gehen. Die er in Shiring und Winchester baut. Und er ist jetzt Baumeister. Was?